Oh, Schreie. Ich bin also nicht der Einzige, der am kompletten Ausrasten ist. Ach, ist das erfreulich. Oh, Mann, Gott. Was, Mann, Gott? Mein Gott. Gut, kann ich hier runtertreten? Schade eigentlich. Aber ich sollte mir vielleicht doch mal wie... Oh. Galithia, Prophet des Schicksals. Ey, hat der nicht den komischen... Mach dir keine Gedanken, Sareth. Du kannst springen, sofern du im Wasser landest. Na toll. Ist ja erfreulich, dass ich das kann. Jetzt hätte ich vor den Ghoul doch einfach fliehen sollen. So, jetzt. Nein, das wollte ich gar nicht. Ach, ich kann also springen, solange ich im Wasser lande. Platsch! Oh, geht wohl doch nicht. Weil ich wollte eigentlich gar nicht. Also ich hatte das anders geplant. Ach so, warte mal, ich bin ja schon auf der Höhe. Na denn, hat sich mein toller Plan gerade erledigt. Oder vielleicht doch noch nicht. Wer schreit denn hier so elendig? Oder gehört das hier einfach zum Ambiente mit hinzu? Dass man hier so ein bisschen schreit. So zum Beispiel. Erinnert mich ein bisschen an Dungeon Keeper. Da war auch mal so eine Schreie im Hintergrund. So, du? So wirklich weiterbringen tut mich das ja auch nicht, muss ich sagen. Warte mal, was haben wir denn da Schönes? Ich sollte da vielleicht erstmal hingehen, bevor ich hier ewig durch die Luft springe. Warte mal, was? Ach nee. Bodon, erster Seher. Aha. Ich glaube, seine Zeiten sind auch schon ein bisschen länger vorbei. Diese Schreie. Die bemühen sich auch alle hier, um die Wette zu schreien. Ist ja schlimm, sowas. Hey, da unten stehen Tränke, wenn ich das richtig sehe. Tränke sind immer gut. Nee, doch nicht. Warum ist denn die Puppe da so festgeschnallt? Also, zumindest. Ha, ich weiß, Mana-Verschwendung, aber was soll's. Ring der Regeneration. Hey, den haben wir zum Glück noch gar nicht. Oder ist das ein besserer? Nee. Ein Schrein ist wirklich toll. Also, ich muss da runter. Da unten ist der komische Stein, den ich haben will. Das Problem ist bloß... Ah, ich ahne Schlimmstes. Fallen. Nun gut. Nun gut. Naja, gut. Ich wollte gar nicht runterspringen. Na gut. Da die Falle. Na gut, wir können das, glaube ich, auch mit der Magier-Methode lösen. Nee, können wir nicht. Ist ja doof. Voll ungummelt. Ja, das ist ja dämlich. Wie stellen die sich das eigentlich vor, wenn man das als Magier macht, wenn man zwischendurch irgendwie leider noch nicht Lebenspunkt leveln konnte, weil man erstmal auf Mana-Regeneration gegangen ist? Nee. Ich meine, wir können wieder einen Steinhauttrank einschmeißen, aber da muss auch um Virone gehen. Das kann ja nicht sein, dass man hier bei jeder Gelegenheit so einen essigen Trank braucht, um irgendwie. Hallo? Hallo? Na, das geht doch. Los. Probier's mal aus der Richtung, aber. Ja, aus der Richtung klappt nicht so gut. Ich kann mich ja leider nicht selber levitieren, was ja irgendwie. Also, mich selber per Telekinese hochheben und damit quasi Levitation machen. Was ja außerordentlich praktisch wäre. Wenn hier keine Falle ist, dann... Ja. So, gut, dann haben wir das. Jawohl, ein Fertigkeitspunkt. Oh Mann, kann ich hier direkt auf die Brücke springen? Geht das? Irgendwie? Ach nee, ich weiß schon, was ich machen muss. Ah, ich sehe den Weg, auch wenn ich vorhin noch einen anderen Weg gesehen habe, aber die habe ich jetzt einfach mal gekonnt. Ja, doch. Achso, hier bin ich, genau. Der Weg, den man halt vorhin sehen konnte. Das heißt, ich darf mich hier nochmal kurz aufregen beim Versuch, hier nochmal hochzuspringen. Wie war denn das? Hier, es war ja da vorne. Ich und meine Orientierungssinn. Also komplett in der Tonne hauen, das Ding. War das hier schon? Ach ja. Oder nicht? Doch. Bin ich ja mal sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich ahne ja aller Schlimmstes, aber... Nicht sehen. Was geht hier vor? Oha, ich ahne Schlimmstes. Es
müssen die Edelsteine sein. Sie bewirken das. Der Schädel ist jetzt ganz nah. Spürst du, wie er dich ruft? Aha. Das ist ja ganz toll. Wahrscheinlich stürzt mir gleich das Spiel ab, nicht verpassen, das ist die Katze, sich doch. Der Edelstein, Saret. Er schweißt uns zusammen. Kannst du mich in deinem Blut spüren wie Feuer? Oh ja, mein Prinz. Wir werden zusammen sein. Für immer. Oha. Sehe ich doch. Sehe ich einfach nur. Sie hat mich übrigens Prinz genannt. Hinter dieser Tür kannst du es spüren. Also er redet gar nicht mehr, ne? Ach, wie gleich was schief gehen wird, das sehe ich doch. Gibt es hier noch was zum Aufsammeln, bevor ich sterbe? Das sind doch hier gleich super tödliche Fallen. Ich sehe übrigens keinen Schädel, aber... Wer immer du bist, wisse, dass du Boden betrittst, der den sieben Drachen Ascha und der Welt des lebendigen Geweihtes. Aha. Missionsziel, besiege die Spinnen, Schädel des Schatten anzueignen. Na toll. Na gut, dass wir den Spinnen machen, was ich immer. Oh, sind ganz schön viele. Ich denke mal, das wird doch mal nach dem drauf. Wenn man jetzt Feuerball könnte, wäre es auf jeden Fall einfacher. So müssen wir leider relativ viel Zeit damit verbringen, hier durch die Gegend zu latschen. Und Viecher zu desinfizieren. Aua, das ist mir nochmal in Ruhe. Nee, er vergiftet mich. Mach dich da aus. Das wollen wir doch alle nicht. Oh. Also wir können jetzt entweder stundenlang im Kreis laufen, bis ich wieder Mana habe, oder wir trinken einfach Pott. Was ist das letzte? Also eigentlich war das die letzte, oder? Ach nee, da hinten backt noch eine rum. Na gut. Die mache ich gleich tot, aber erstmal möchte ich... Ja. Ich glaube, die haben mitgezählt. Oder zählen die kleinen Spinnen generell mit und die sind total gefährlich. Ich sehe das bloß nicht, weil ich die ganze Zeit am Wegrennen bin. Ich glaube, die kleinen Spinnen sind gefährlich. Doch, da war was dran. Juhu, ein Gegengift. Hat doch was? Nein. Die kleinen Spinnen sind ja echt hässlich. So, dann... Du hast den Schädel der Schatten erhoben, wie es prophezeit wurde. Solltest du dich als unwürdig erweisen, wisse, dass er dich verzehren wird. Ein Ereignis, das ich gewiss genießen werde. Ja, ja. Halt's Maul. Gib mir das Scheißding her. Ja, wie jetzt? Ach, der Schädel der Schatten. Hübsch. Na, eigentlich sieht man überhaupt nichts davon, aber... Oh. Hm. Oha. Die 25 Frames Videosequenzen sind mal wieder gut. Es ist 1000 Jahre her, Saret, seit der siebte Drache uns verbannt hat vom Angesicht Ashans. Seit 10 Jahrhunderten warten wir auf die Vergeltung. Wir haben gewartet auf dich. Du wurdest uns geweissagt vom Zauberer Sar-Shazar als der dunkle Messias aus alter Prophezeiung. Du bist mein Sohn und mein Erbe. Der Herald von Feuer und von Blut. Die Kreatur in deiner Begleitung ist dein. Benutze sie nach deinem Gutdünken. Nun, nimm diesen Schädel meines alten Feindes und zerstöre das Gefängnis, das mich hält. Dies, mein Sohn, gebiete ich dir.
Alles klar, Papst, machen wir. Wenn ich erst frei bin, wird diese Welt und jede Seele darin allein uns gehören. Der Schädel der Schatten ist nichts für deinesgleichen, Dämonenbrut. Der siebte Drache hat sich nicht geopfert, damit ein Dämonenbastard seine ganze Arbeit zunichte machen kann. Ich tue dies für das Wohl von ganz Ashan. Die Prophezeiung vom dunklen Messias endet hier. Tja, okay, wird doch nichts. Schade eigentlich. Bitte. Feuer im Blut. Bei allem, was heilig ist und auch unheilig. Ich war der Gezeichnete. Ich! Und alle anderen wussten es. Sana, Fenric, Menelik, sogar Arantir. Bleibt nur noch eine Frage. Was passiert mit deinem dunklen Messias, wenn er stirbt? Och, naja. Steht wieder auf. Ich meine, das ist der Messias. Ich denke mal, der ist da recht resistent gegen sowas. Gegen Sterben. Aber schön, dass er sich so eine Gedanken noch machen kann, wenn er... Ah, Menelik wusste das auch? Nee, oder? Ach, mein Liebster. Mein Prinz, mein Messias, und erhebe dich! Okay. Zaret, mein Liebster, kannst du mich hören? Was ist passiert? Arantir hat dich getötet. Ich habe die Energie des Schädels benutzt, um dich wieder zu beleben. Ich fühle mich verändert. Das überrascht mich nicht. Wir sind noch enger verschmolzen und du kannst über einige meiner Kräfte gebieten. Wo ist Arantir? Verschwunden mit dem Schädel. Wir müssen uns beeilen, wenn wir ihn aufhalten wollen. Aufhalten? Na toll. Ich werde ihn töten. Die Orks haben unsere Ausrüstung. Sie hielten dich für tot. Zeigen wir ihnen, dass sie einen kleinen Fehler gemacht haben. Warum habe ich eigentlich nur 100 Mana? Ich hatte noch 100... Achso, ja gut, mein einer Ring hat, glaube ich, meine Ausrüstung hat 20 Mana plus gemacht. Habe ich auch Hände? Also, ich habe nicht mal ein Inventar. Was stand da gerade? Verdammt, das hätte ich gerne nochmal gelesen. Solche Macht hat ihren Preis irgendwas. Ich hätte das mal lesen sollen. Weil irgendwas mit Verwandeln war da, glaube ich, mit dabei, aber... Geräusch komisch. Etwas macht Geräusch. Das wäre jetzt ein bisschen gut gewesen. Also wir werden gleich nochmal sterben, weil ich muss mich diesen Text da lesen, weil man kann sich irgendwie verwandeln, das weiß ich noch, aber das kann ich nicht, wenn ich nicht weiß, welche Taste das ist. Ah, ich will sterben. Ja, schön, dass Orks immer stark sind. Scheiße. Mann, warum habe ich den Text da oben nicht gelesen? Ich habe irgendwie aufs Rumlaufen geachtet, nicht auf was da oben links stand. Oh Mann, ey. Ach, ist das dumm. Na. Ihr seid jetzt in der Lage, dämonisches Erbe zu... Oh. Na toll. Okay, gucken wir einfach mal in die Tastenbelegung drin. Mal sehen, was die dazu sagt. Steuerung, Duckenspringen, Zoomen für Bogenschuss, Spezialfähigkeit ist V. Aha. Störe dich nicht an dem Schwanz. Du wirst dich schnell daran gewöhnen. Versprochen. Welcher Schwanz? Aber guck mal, ich habe 30 Mana. Ich kann nicht zaubern. Das ist leider dauernd. Was ist das? Was ist das? Au! Aratok ist ja nicht tot. Na gut, dann können wir vielleicht den Text da oben nochmal lesen. Ich glaube, wir sind trotzdem zu schwach, weil wir sagen, wir keine Lebenspunkte leveln, bringt uns das nicht viel. Ach, scheiße. Solche Macht hat ihr, der vermindert sich langsam, was? Störe dich nicht an dem Schwanz. Du wirst dich schnell daran gewöhnen, versprochen. Etwas macht Geräusch. Komm da hier. Ah, ich hab Schwanz. Der ist ja lustig. Aua. Bisschen doof, aber. Dass ich leider immer. Ich hätte das Lebenspunkte. Also, ich muss das nächste Lebenspunkte leveln. Auch wenn ich eigentlich mal lieber einen Blitzzauber vielleicht brauchen könnte, aber so schnell wie wir sterben, und das wird, glaube ich, jetzt nicht weniger. Ich glaube, es gibt sowieso noch mal richtig viele Fettfehl-Fertigungspunkte. Also man kann, glaube ich, so gut wie alles leveln, kann ich mich erinnern, wenn man